Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memoria. Wir sind jetzt hier in der Zukunft, also wir sind in der Gegenwart, ich bin total durcheinander, solche New Beginning. Wir haben gerade eben in der letzten Aufnahme haben wir etwas erfahren, wie es vor 450 Jahren zugegangen ist. Und haben jetzt ein Rätsel bekommen und ich glaube, wir haben die Abschrift bei uns. Nee, haben wir nicht. Okay. Geht das jetzt immer so langsam? Hallo? Okay. Tja, schauen wir doch erstmal, was mit Nuri ist. Für alle, die nicht wissen, warum Nuri ein sprechender Vogel ist, ihr könnt euch ja gerne mal das Let's Play anschauen von mir. Das schwarze Auge, Memorias Ketten. Das ist die Vorgeschichte zu diesem Teil. Ich werde jetzt nicht einfach mal alles erklären. Und ja, wir legen mal los. Au. Bewege dich nicht. Wenn du dich bewegst, wird es nur noch schlimmer. Ich beeile mich mit der Salbe. Seit letztem Winter ist Nuri schon keine Fee mehr. Ob ich Andergast auch hätte retten können, hätte ich sie nicht verwandelt? Quäl dich nicht, Geon. Es ist so, wie es ist. Aber so muss es nicht bleiben. Ach ja, Wirselkraut. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass ich die nach letztem Winter wieder hinbekomme. Da ist nichts drin, was Nuri helfen könnte. Alles klar, Kommode. Gerons Eltern. Ich war noch sehr klein, als sie starben. Vermisst du deine Familie, Nuri? Die Feenkönigin und den Feenkönig? Ein bisschen. Aber ich gucke nicht gern zurück. Die Tiere und Pflanzen dieser Welt sind jetzt meine Familie. Oh, das hat's aber schön gesagt. Vogelbart. Giacomos Vogelbart ist schön, nicht wahr? Er sagt, er hat es in einer Feenruine in den Blutzinnen gefunden. In der Feenwelt gibt es überhaupt keine Vögel. Na, es gibt mindestens einen großen Pfau. Stimmt. Aber mehr auch nicht. Deine Welt ist viel schöner. Sie ist mit magischem Feenwasser aus Nuris Höhle gefüllt. Ah, damit Nuri nicht in der Welt überleben kann. Das ist natürlich sehr cool. Topf. Bei Travia. Er ist ganz fettig. Nach dem Essen wollte ich so schnell wie möglich zu Fahi. Da war keine Zeit mehr zum Ausputzen. Ach so, ist das also? Nuri muss die Hausarbeit machen, oder was? Käfig. Ich fürchte, morgen musst du da wieder rein. Hm. Zumindest so lange, bis du wieder fliegen kannst. Sonst sehen die Andergaster, dass ich mit einem sprechenden Raben auf der Schulter unterwegs bin. Und wir hätten sofort wieder einen wütenden Mob am Hals. Die Leute wissen also gar nicht, dass Nuri, also die Fee, noch hier ist. Meister Gwinlings alter Vogelkäfig. Schade eigentlich. Naja. Unnützes Gestrüpp. Morgen werfe ich es weg. Okay. Diese verdammte Hexe. Sie hatte mir versprochen, dass ich mit dem Rezept Nuri einen neuen Körper erschaffen könnte. Die Silbertaler sehe ich nie wieder. Ach ja. Unnützes Gestrüpp. Morgen werfe ich es weg. Achso, nee, ich wollte echt den Vorhang gerade. Wenn ich daran ziehe, reißt der ganze Vorhang ab. Ich komme mit den Reparaturen doch jetzt schon kaum noch hinterher. Der Stoff zerfällt immer mehr. Naja. Sobald ich Fahis Rätsel gelöst habe, verschwinden wir hier. Nicht wahr, Nuri? Ich will die Welt sehen. Aber erst brauchst du deinen alten Körper. Kann ich denn nicht einfach mit dem Zauber hier alles reparieren? Ich meine, du hast den Zauber doch. Der lässt sich auch mit Magie nicht mehr reparieren. Alles klar, okay. Der lässt sich auch mit... Hey, Quatsch, wollte gerade den. Da brauche ich keinen Zauber. Mal irgendwas mit dem Zauber probieren hier. Was haben wir denn alles so? Kommode, Kopf. Ach, guck mal hier. Diese vermaledeite Harfe. Wäre sie nicht gewesen, wärst du noch du selbst. Ich will nicht daran denken. Es war so schlimm. Die Feenharfe des Seers. Den Göttern sei Dank ist sie endlich zerstört. Ist sie zerstört gewesen? Nee, haben wir die zerstört? Die haben wir doch gar nicht zerstört, oder? Ich wüsste nicht, dass wir die zerstört haben. Bücher. Ich bringe sie bei meinem nächsten Einbruch zurück. Bücher aus der Magierakademie über Spruchzauber und Alchemie. Keines hat geholfen, Nuri zurückzuverwandeln.
Schade. Rezept? Für Nuris Heilsalbe muss ich zerriebenes Wirselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ich kann nur beten, dass die Herren Pereine dieses eine Mal auch einfaches Fett duldet. Ah, alles klar. Topf. Mit Fett. Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Du hast doch hier eine Mörserschale. Nee, funktioniert aber nicht, alles klar. Königkastanie. Okay. Rezeptbücher. Alchemietisch. Nee, Moment. Habe ich nicht irgendwas zum Zermahlen? Bücher? Käfig? Vogelschädel. Okay. Die Schädel sind noch aus Gwinlings Zeiten. Sie sind eklig. Warum hängst du sie nicht ab? Wir müssen das Bild aufrechterhalten. Falls jemand merkt, dass ich keine Vögel mehr fange und dafür mit einem sprechenden Raben lebe, verbrennt man uns bei lebendigem Leib. Aber du hast sie doch alle gerettet. Sag ihnen das doch mal. Der Vogelfänger ein Held? Die lachen mich doch aus. Außerdem ist mir gleich, was diese Tölpel von mir denken. Würden sie aber gut von dir denken, wäre dein Leben doch schön. Nuri, mein Leben war schön. Es war schön mit dir auf Reisen. Mir reicht, dass du weißt, was wir getan haben. Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Vogelbaum. Was haben wir denn hier noch? Haben wir auch noch nicht geguckt. Oh mein Gott, es gibt so viel, was wir nicht geschaut haben. Gefällt dir der neue Vogelbaum? Ja. Geron, warum muss ich erst wieder eine Fee sein, bevor wir hier weg können? Weil du eine Fee bist und kein Rabe. Und Giacomo sagt, dass wir uns beeilen müssen, dich zurückzuverwandeln. Er sagt, eine Feenseele ist etwas sehr Sanftes. Wer weiß, was geschieht, wenn sie zu lange in einem falschen Körper weilt. Außerdem kann ich dich hier um einiges besser beschützen als auf Reisen. Wenn du dich nur beschützen ließest. Das ist, glaube ich, das Problem. Huch. Den habe ich hier erst letzte Woche gebaut. Dann gehen wir mal nach draußen und nach draußen direkt? Ich dachte, nach unten. Nein, ich muss mich um Nuri kümmern. Alles klar, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Das ist so ein neues Adventure-Setting, dass man nur im Raum bleiben darf. Würselkraut, Nuris Kette. Ach, ich könnte das theoretisch ja... Das übersteigt meine Kräfte. Ein Würselkraut zu zerbrechen, ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Hier im Topf kann ich es nicht machen, alchemietisch. Unsinn. Geht auch nicht. In was für einem Gefäß könnte ich denn bitte... Ich könnte in den Büchern, unter den Büchern vielleicht zermalen, aber... Nein, was soll das auch bringen? Ich guck mal für den Rest hier an. Königskastanie. Hoho, Nuri. Ich, der König der Kastanien, wünsche dir einen guten Abend. Guten Abend, König Kastanie. Warum so traurig, meine Liebe? Ach, ich weiß nicht. Ich will gerade einfach nur schlafen. Oh, das ist eine sehr weise Idee. So weise, dass ich dich hiermit offiziell zu meinem Schlafminister ernennen werde. Oh, danke, werter König. Du hast dir den Titel redlich verdient. Was ein Mist. Nuris altes Kastanienmännchen. So, was haben wir denn hier? Ich habe alles versucht. Hesindegeweihte befragt, Zauberbücher aus der Akademie geklaut, mit Hexen paktiert. Nichts und niemand kann die Macht des Artefaktes wiederherstellen. Und selbst wenn, Nuris alter Körper ist auf ewig verloren. Hoffentlich hält dieser Fahi, was er verspricht. Tat es weh, als das Artefakt deine Seele in den Rabenkörper zog? Ich weiß nicht. Davor war schlimmer. Mein Feenkörper war am Verwelken. Das tat viel mehr weh. Es tut mir leid. In dem Moment konnte ich nur deine Seele retten, nicht deinen Körper. Ich frage mich oft, ob es nicht doch einen anderen Weg gegeben hätte. Ach ja. Gut, dass ich es noch nicht weggelegt hatte. Ja, das ist natürlich die Frage. Worin zerstoße ich dieses Ding? Ich habe ja hier nichts, was ich irgendwie... Kommode ist... In was könnte man nicht, was, ich könnte es unter einem Buch vielleicht. Ich probiere selber meine Vogelschädel, aber es bringt mir ja gerade nichts.
Würselkraut. Warum das irgendwie so langsam hochgeht, ich tue nebenbei noch die erste Folge gerade rendern und dann hochladen, deswegen dauert das gerade ein bisschen. Mit dem Hochgehen aber an sich sollte es im Game kaum ruckeln. Topf geht auch nicht, haben wir gerade probiert, gell? Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Uiuiui. Entschuldigung, das war jetzt kaum komisch. Heilkraut aus dem Wald, falls Nuri sich wieder verletzt. Macht's also öfters. Vogelbad, Bücher Gehirn. Aus der Magier. Keines hat geholfen. Wollte ich doch gar nicht wissen. Kommode. Ich hätte nie gedacht, dass ich die nach letztem... Okay. Kann ich das irgendwie... Geht nicht. Das ist doch ein Witz hier. Geht nicht. Auch das wird es nicht wiederherstellen. Das Artefakt bleibt auf ewig zerbrochen. Kann ich eventuell irgendwas zerbrechen, damit ich darin dann was zermahlen kann? Ja, warte mal. Vielleicht klappt es diesmal. Nein, es ist hoffnungslos. Das Artefakt bleibt auf ewig zerbrochen. Nuri? Aber selbst wenn du das Artefakt reparierst, müsstest du ja einen menschlichen Körper nehmen und Nuri darin einsperren. Und demnach den menschlichen Körper in ein Tier verwandeln. Das wäre ja auch nicht gerecht und ich glaube auch nicht, dass Nuri das wollen würde. Kann ich irgendwas zerbrechen, was mir dann hilft? Nichts passiert. Offenbar ist es weder zerbrechlich noch kaputt. Nichts passiert. Okay. Ich habe ihn gestern erst repariert. Da muss nichts heil gemacht werden. Ich brauche irgendwas, was ich dann als Mörser benutzen kann. Nein, ich lasse es so. Kann ich eigentlich hier rausgucken? Nee, kann ich nicht. Es wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Das ist zu stabil. Was soll ich denn bitte hier drinne machen? Ich darf auch nicht runter. Nein, ich muss mich um Nuri kümmern. Kann ich Nuri vielleicht irgendwie ansprechen? Au! Bewege dich nicht. Wenn du dich bewegst, wird es nur noch schlimmer. Ich beeile mich mit der Salbe. Ja, das sieht man, wie du dich beeilst. Also wirklich. Messer. Was aus dem Vorhang rausschneiden? Ich schneide einen Fetzen heraus. Macht er wirklich? Bei den Dingen, wo ich denke, das ist totaler Schwachsinn, macht er. Okay. Gut, warum auch nicht? Stoffstreifen. Stoffstreifen kann ich doch eventuell mit dem das Fett aufsammeln, oder? Der Fetzen ist jetzt ganz fettig. Okay. Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Ich muss es gerade also immer noch zermahlen. Okay. Ich habe einen fettigen Lappen und ich habe das. Kann ich den fettigen Lappen auf Nuris Flügel schon mal legen? Fehlt nur noch die Salbe. Puh. Okay, die Salbe. Nuris Kette... Ich brauche eine feste Unterlage, um das Kraut zu zerreiben. Ah, willst du wirklich mit dem Messer machen? Alles klar. Dann, Kommode. Die Schubladen lassen sich inzwischen wieder ganz einfach öffnen und schließen. Nee, du solltest das Kraut eigentlich auf die Kommode legen, aber okay. Wozu? Hä, willst du mich verarschen? Verarschen. Leg doch einfach das dumme Kraut auf die... Ich brauche eine... Du brauchst eine feste Unterlage, das ist mir klar. Vorher muss ich da... Das geht auch nicht. Kann ich vielleicht den fertigen Lappen zuerst drauflegen? Das bringt nichts. Auf die Bücher vielleicht? Das bringt nichts. Das ist ziemlich logisch, dass ich die Kommode nehme, oder? Habe ich noch irgendwas Festes? Nö, Kommode. Ja. Warum willst du nicht funktionieren, Kommode? Sag es mir... Auch eine feste Unterlage. Kann ich vielleicht ganz einfach... Es würde nur stumpf werden. Kann ich das Kraut aufs Rezept legen?
Bevor das Kraut wirken kann, muss ich es in einer festen Schale zerreiben. Aber an die Schale komme ich nicht. Der Topf funktioniert vielleicht jetzt. Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie... Verarsch mich nicht. Vogelbad. Wisst ihr, ich habe es nicht gemacht aus dem einfachen Grund, da man in Wasser nichts zerreiben kann. Warum legst du das Kraut in das Wasser, wenn du es zerreiben willst? Das geht doch gar nicht. Na gut. Wie dem sei. Ich kann das Kraut mit dem Messergriff zerreiben. So. Ja, dann jetzt hier die Vogelbinde. Ach, Vogelbinde, ja doch. Pereine, lass dieses Fett für Nuris Wunde reichen. Ich habe kein anderes. Und dann machen wir eine Salbe auf Nuri. Ich will nicht wissen, was sie gegessen hat. So. Und als nächstes machen wir dich wieder zu einer Fee. Hast du den Mann getroffen? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich ihm trauen kann. Aber wenn Giacomo recht hat, dann ist bald alles wieder so wie früher. Dann bist du wieder so groß wie ein Mensch. Und zusammen reisen wir wieder durch Aventurien und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Wann glaubst du, kann ich wieder fliegen? Lass uns morgen sehen, wie es deiner Wunde geht. Vielleicht können wir etwas üben gehen. Schön. Schlaf gut, Geron. Schlaf gut. Und keine Sorge. Bald ist wieder alles beim Alten.